Immerhin. Wir könnten ihn jetzt beklauen, aber das, ich werde mich hüten, das zu machen. Hier sind wir. Ich würde ganz gerne mal zum Questgeber gucken. Wo war da, weitermachen. Gucken wir uns mal ein bisschen um hier. Bettler. Ich weiß nicht. Was zur Hölle? Passt auf, ein Taschendieb! Was zum Teufel? Ja, ich bin kein Taschendieb. Da ist ein Dieb! Keine Bewegung! Bin kein Dieb. Du, halt! Ergib dich! Du musst für deine Verbrechen... Na, verdammt! Du wurdest beim Stehlen gesehen. Du hättest dir das zweimal überlegen sollen. Das wird ein saftiges Bußgeld werden. Du machst einen großen Fehler. Wenn du wüsstest, wo du da hineingeraten bist... Das wird kein gutes Ende für dich nehmen. Mir blutet das Herz. Mit dir wisch ich mir den Arsch ab. Ja, komm, wir hauen erstmal ab. Hast weiche Knie bekommen, was? Wir hauen erstmal ab. Vielleicht schaffen wir es ja mal abzuhauen. Na, Alter, drei Mann gegen... Hallo, hallo, hallo. Alter, toll, bewusstlos, ganz toll. Und jetzt? Du sitzt im Kerker, 10 Tage, juhu, 10 Tage Knast, yay, ganz toll. Ist ja ganz prickelnd. Alter, ey, das ist doch... ganz ehrlich, es ist bockschwer, das Game, ne? Es ist richtig schwer. Das ist... Taschendiebstahl, ey. Das ist... Boah. Hat eben schon so absolut nicht toll geklappt. Echt übel, wenn man mich fragt. Wirklich, wirklich übel. Hey, 7 Tage Knast. Hey, 7 Tage Knast. Juhu. Ach ja, man kann es auch nicht irgendwie abbrechen oder sowas, ne? Nee. Ja, ganz toll. Ah, das ist doch für ein Arsch, ey. Ach ja, was habt ihr so gemacht? Ja, ich hab 10 Tage im Knast gesessen. Und du so? Ja, ich nicht, ne? Alter Falter, ey. Noch 4 Tage. Yay. Macht das einen Spaß. Wenn man hier so eine scheiß Drehscheibe sieht. Alter, das gibt's doch nicht, ganz ehrlich. Das ist doch for the A. For the A. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ach ja, noch 2 Tage. Ach. Mann, Mann, Mann. Wollte man nur einen Bettler beklauen und dann sowas. Yay, komme ich endlich raus? Ja, und die letzte Stunde muss natürlich nur elendig langsam gehen, natürlich. Endlich. Du hast gelernt, Kerker, yay.
Alchemistentisch. Wo haben wir denn hier einen Alchemistentisch? Kann ich jetzt hier raus? Apotheke. Ich will nur hier raus. Ich will nichts anstellen. Ich will nur raus. Schreiber. Ich will, wo ist denn die Ausgangstür hier? Mein Gott. Endlich. So, wo bin ich denn jetzt hier? Lass mal kicken. Oh, warte mal kurz. Stärke, Agilität. Ja, wir haben die Buff drauf. Ist klar. Gut, essen wir mal ein bisschen Futter. Wir sind jetzt hier. Da ist ein Aktivitätengeber. Da will ich jetzt hin. Zum Aktivitätengeber. So, wenigstens ist es früh am Morgen, wie es aussieht. Gucken wir mal. Fleischer. Mhm. Wo ist jetzt mein Freund? Wo ist er denn? Na, weg damit. Weg! Steck die Waffe weg, Mann. So, und jetzt machst du diese scheiß Fackel noch weg und dann ist alles super. Wo ist der Typ denn jetzt? Ist denn das hier? Milan? Gott sei mit dir. Du kämpfst um Geld, okay? Bist du der Kerl, der um Geld kämpft? Was geht dich das an? Ich bin aus Scarlet's und würde gern mein Glück gegen dich versuchen. Warte mal, ich kenne dich doch. Aber ich kämpfe nur um Silber, kapiert? Gibt es Regeln? Ja, ein paar. Aber wer auf seinem Arsch landet oder abhaut, verliert. Und keine Messer, Äxte oder ähnlichen Scheiß. Dann ist dein Einsatz weg, kapiert? Wieso um Silber? Muss ich dir das wirklich erklären? Schau dich an und dann die anderen. Alles, was die setzen können, ist ihre Arbeitskraft. Aber du hast Silber. Okay, na, wir probieren es mal. Wenn du glaubst, du könntest mich schlagen. Immer langsam mit den jungen Pferdenbürschchen. Zuerst musst du dich beweisen, indem du zwei andere besiegst. Stefan und einen Kerl namens Löckchen. Okay. Kämpfen wir! Hab ich nicht gesagt, komm erst wieder, wenn du Stefan und Löckchen verbläut hast? Okay. Stefan und Löckchen. Warte mal kurz. Stefan und Löckchen, ist das der hier? Besiege Milan, das ist der von eben, ne? Besiege Löckchen. Was haben wir denn hier alles? Alchemietisch, Schneider, Krämer. Besiege Löckchen. Besiege Milan. Okay, dann versuchen wir mal unser Glück jetzt hier bei Fight Club mäßig. Alles klar. Und diese Fackel, ey, ne? Du sollst die scheiß Waffe jetzt mal wegpacken. Keine gezogenen Waffen. Hey. Ja. So, jetzt hat das geschafft. So, wo ist der Typi? Richtig? Ha. Nee. Der muss hier vorne irgendwo sein. B und C. Löckchen.
Da sind die. Ja, das sieht so geil aus. Noch ein Händler entdeckt. Wo sind die Typis? Wer bist du? Pickel. Toller Name. Pickel. Wer bist du? Landstreicher? Verdammt! Ich glaube, hier geht's ins Armenviertel, oder? So wie es hier aussieht. Sieht hier nicht gesund aus. Und die Typis? Muss nach oben irgendwo sein. Die pennt. Nein, wir klauen nicht. Ich habe keinen Bock, schon wieder in den Knast zu gehen. Und wo sind die Typis hier? Wer bist du? Löckchen! Heinrich, was machst du hier? Ich dachte, du wärst tot. Ach, lange Geschichte. Aber was ist mit dir? Wie bist du aus Garlitz entkommen? Das glaubst du nie. Ein himmelzerreißender Sturm ist nächtens aufgezogen und Sigismunds Heiden rannten in ihr Lager. Die hätten im Traum nicht gedacht, dass Herr Ratzig den Sturm für unsere Flucht nutzt. Das ganze Dorf konnte mir nichts, dir nichts entkommen. Und am Morgen fanden diese Hundsvötte nur eine leere Burg mit einer alten Ziege drin vor. Wie gern hätte ich ihre Gesichter gesehen. Ich auch. Die habt ihr richtig an der Nase herumgeführt. Mhm. Hallo, ich wollte... Guten Tag, wie kann ich helfen? Bist du nicht Löckchen? Milan kämpft erst gegen mich, wenn ich dich schlage. Du bist der Sohn vom Schmied, oder? Was hättest du davon? Du musst schließlich nicht im Dreck hausen wie der Rest von uns. Mag sein, aber warum sollte ich nicht versuchen, ihn zu erleichtern? Ja, damit du es den Bedürftigen geben kannst. Du, Pfau, willst gegen mich kämpfen? Dann lass springen oder verpiss dich. Ich will nichts von dir. Doch, wir wollen gegen dich kämpfen. Hallo. Ich will gegen dich kämpfen. Wir sind noch nicht fertig. Ich hoffe, du hast Silber. Wenn nicht, kannst du dich verpissen, klar? Ich will nichts von dir. Ernsthaft? Ich muss die bezahlen, damit ich gegen die kämpfen kann? Was ist denn das für ein... Ach, das ist ja... Naja, gut. Lassen wir es erstmal sein, bis wir Kohle haben. Na, wenn das nicht der Sohn des Schmieds ist. Potzblitz, er ist's wirklich. Was machst du hier? Wir haben geglaubt, mit dir wär's aus. Ich muss Herrn Ratzig sprechen. Ist er da? Er ist in der Burg mit Herrn Hanusch von Rattay. Sie essen in der Ritterhalle. Was willst du von ihm? Mein Vater schmiedete ihm ein Schwert. Er bat mich, es Herrn Ratzig zu bringen. Ich sehe kein Schwert. Banditen überfielen mich und stahlen es. Ich muss seiner Lordschaft sagen, was passiert ist. Und dann werde ich es wiederfinden. Sicher wirst du das, Heinrich. Viel Glück. Danke. Mhm. Ja, dann wollen wir mal. Ich weiß nicht, ob es hier reingeht. Keine Ahnung. Waffen. Ah, wenn ich jetzt hier aber klauen würde, wäre nicht so gut. Das ist es hier nicht. Hier ist es nicht. Wie ist es hier? Okay. Hier gehen wir lieber nicht rein. Okay, hier geht's wohl nicht rein. Wahrscheinlich doch oben. Der hier ist. Hä? Was zur Hölle machst du da? Ist ja gut. Ich wollte nur zu Herrn Ratzig. Noch höher. Na, was ist denn hier? Hallo.
Hallo. Was ist denn hier mit der Steuerung? Warum kommen wir hier nicht hoch? Mein Gott. Ich denke mal, hier sind wir richtig. Dero Gnaden, ich sage euch allen Ernstes, unser Land steckt in der Scheiße. Tief in der Scheiße. Denkst du nicht auch? Ich hätte es wohl nicht so eloquent formuliert, Hanusch. Doch da man mich aus meiner eigenen Burg vertrieb, bin ich geneigt zuzustimmen. Nun denn, Burg Pirkstein ist dein, solange du ihrer bedarfst. Für dich und deine Männer ist in Ratei genug Platz. Und ich bin sicher, mein Mündel hat keine Einwände, dass ich dir seine Burg leihe, oder nicht? Es ist eine Ehre. Pirkstein steht dir zur Verfügung, solange du wünschst. Und ihr habt ja auch noch weitere Burgen, nicht wahr? Jedenfalls bin ich euch beiden zutiefst verbunden, Herr Hans und Herr Hanusch. Ich rede wirklich ungern schlecht über deine Leute, Herr Ratzig, aber... Nun, die Städte und Flüchtlinge haben nichts füreinander übrig. Es ist von Übergriffen die Rede. Sie werden sich damit abfinden müssen, bis sich die Lage normalisiert. Aber wann wird es enden? Und worum in Gottes Namen geht es bei diesem Krieg? Ich sage es ungern, aber ich verstehe es nicht. Nicht nur für dich, Pater. Ich denke, Sigismund hatte ursprünglich vor, Wenzel zu überreden, die Kaiserkrone anzunehmen und ihm Böhmen zu überlassen. Kein Wunder. Ich weiß, Wenzel ist dein Freund, aber du musst zugeben, er hat dieses Unheil selbst über sich gebracht. Gewiss hat der König seine Pflichten verabsäumt und die Ordnung im Land muss wiederhergestellt werden. Aber die Herren, die sich Sigismund anschlossen, konnten sich wohl kaum vorstellen, was ungarische Ordnung bedeutet. Ungarische Ordnung? Mich beunruhigt, Herr, wie ein guter Christ auf solche Brutalität zurückgreifen kann. Vermutlich hatte er nicht gedacht, dass der Adel hinter dem König stehen würde. Aber dank ihm reißen wir uns gegenseitig in Stücke und er muss nun für Ordnung sorgen. Aber warum in Gottes Namen muss er sich dieser Barbaren bedienen? Geld ist die Wurzel allen Übels, junger Herr. Kriege kosten. Und dieser hier dauert schon ein Jahr. Sigismund ging die Münzen aus. Da er keine Ritter zahlen konnte, rekrutierte er diese Hurensöhne. Und je weniger er zahlt, desto mehr plündern sie. Deshalb griff er uns an. Er wollte unser Silber. Was willst du? Hier hast du nichts zu suchen. Verschwinde! Warte, das ist Heinrich. Heinrich, der verschwand, obwohl ich ihn ausdrücklich anwies, in Thalmberg zu bleiben. Tut mir leid, Herr, aber ich musste meine Eltern begraben. Musstest? Denkst du, du bist der Einzige, der jemanden verlor? Aber die anderen gehorchten ihrem Herrn. Und du hast nicht nur beinahe dein Leben vergeudet. Herr Robert und seine Männer riskierten ihres, um dich zu retten. Es musste sein, verzeiht. Ha, da hast du's. Was sein muss, muss sein, Ratzig. Dein Vater war ein bemerkenswerter Mensch. Und deine Mutter? Sie war es ebenfalls. Sie verdienen ein christliches Begräbnis. Gelang es dir? Nein. Räuber überfielen mich. Ich wäre nicht hier, wenn dieses Mädchen nicht gewesen wäre. Mädchen? Die Müllers Tochter, Theresa. Die Müllers Tochter rettete dich vor den Schurken? Das ist mal eine gute Geschichte. Ich verdanke ihr mein Leben. Sie lenkte sie ab und brachte mich nach Ratei. Aber ohne Herrn Robert wären wir beide tot. Das nenne ich ein anständiges Weib. Halt gut an ihr fest. Trotzdem. Eine Schande, dass deine Eltern in ungeweihtem Boden bestattet wurden. Das bedeutet das Fegefeuer für sie. Schweig, Mönch! Ich hab dich nicht geladen, damit du hier alles verschlingst und dabei auch noch Predigten hältst. Wenn du so besorgt bist, Pater, solltest du dich selbst um die Rettung der Seelen dieser ehrbaren Christen bemühen. Reise nach Skalitz und weihe ihre Gräber. Ich versichere dir, solltest du von Banditen getötet werden, wird deine Seele in den Himmel auffahren. Vorausgesetzt, jemand beerdigt dich in geweihtem Boden. Wenn denn etwas übrig bliebe. Aasfresser stürzten sich gewiss auf so einen Happen und hinterließen nichts als Knochen. Und ein Skelett gleicht dem anderen. Wie also sollten wir denn gottgewollte Gebeine von Sigismunds Tartaren unterscheiden, meine Herren? Sei es, wie es sei. Weshalb bist du hier? Ich hole dein Schwert zurück. Schwert?
Mein Schwert hängt hier an meinem Gürtel. Nein, das Schwert, das mein Vater für dich schmiedete. Einer der Banditen stahl es mir. Sie bringen ihn fast um und er will schon zurück. Kommt wohl nach seinem Vater. Junge, ich verlor eine Burg, ein Dorf, die Silberminen und die Hälfte meiner Untertanen. Was sollte mich ein Schwert kümmern? Weil es das Letzte ist, das mein Vater schmiedete und ich ihm versprach, es dir zu überbringen. Ich verstehe. Ich würde es genauso sehen. Aber Vorsicht ist besser als Nachsicht. Und ein Toter hält keine Versprechen. Richtig. Ein Weib musste sein Fell retten und jetzt dürstet es ihm nach Rache. Was für ein Narr bist du, Junge? Er ist kein Narr. Heinrich, du hast Mut. Aber du benötigst Übung, Waffen, ein Pferd. Oder willst du dich beim Würfelspiel rächen? Nein, Herr. Bitte nimm mich in deine Dienste und gib mir die Chance, all das zu erlernen. Eine Unverfrorenheit! Flieht feige vor dem Feind, missachtet Befehle, überlistet Herrn Divisch, verliert dein Schwert, bringt Herrn Robert in Gefahr und nun will er eine Beförderung? Herr Capon hat recht. All das ist wahr, Herr. Nur feige ist er sicher nicht. Du wärst auch weggerannt. Glaub mir. Er muss gemaßregelt werden. Aber wie bestraft man jemanden, der alles verloren hat? Mut und blinder Gehorsam zeichnen einen guten Knecht aus. Aber ein weiser Mann weiß auch Loyalität, Beharrlichkeit und Willenskraft zu schätzen. Das Schwert war von feinster Handwerkskunst. Wenn es ihm gelänge, es zurückzuholen, wäre ich nicht abgeneigt. Mein Herr, er ist ein Bauer. Du kannst aus ihm keinen Knappen machen. Warum nicht? Man macht auch aus Schweinen Pfarrer. Heinrich ist kein Bauerpater, sondern Schmied. Und die neuen Umstände erfordern seine Fähigkeiten. Du möchtest also in meinen Dienst treten? Herr, ja, möchte ich. Du wirst es nicht bereuen. Oh doch, das werde ich wohl. Ich tue das für deinen Vater. Enttäusche mich nicht. Oh, wie es scheint, ist dir das Glück heute doch noch hold, Junge. Mach's Beste draus. Wenn ich darüber nachdenke, Herr Hanusch, der Junge braucht Erfahrung und du benötigst einen Speerträger, richtig? Das ist wahr. Der Vogt beschwert sich ständig, Schwierigkeiten mit deinen Leuten zu haben. Einer der ihren unter den Wachen wäre hilfreich. Womöglich. In jedem Fall wäre es eine wertvolle Erfahrung. Doch eines steht fest. Du wirst ihn bezahlen. Hauptmann Bernhard, bilde ihn aus. Und schicke ihn dann zum Vogt. Ja, Herr. Und schone ihn nicht. Verlass dich darauf, Herr. Hast du gehört, Heinrich? Enttäusche mich nicht. Werde ich nicht. Schau, schau. Nicht schlecht. So. Wie geht's jetzt weiter? Ohne Fleiß kein Preis. Ohne Fleiß kein Preis, sagen wir. Alles klar, das Quest geht von Besiege Milan, der ist da. Wir müssen dorthin. Begib dich auf den Übungsplatz und sprich mit Hauptmann Bernard. Okay, dann machen wir da mal eine Schnellreise hin. Sind wir ja schon wieder da. Ging ja flott. So, dann begeben wir uns jetzt mal zu unserem Ausbilder. Endlich mal ein bisschen Kampferfahrung. Brauchen wir dringend. Dann können wir es auch mit den Leuten aufnehmen. Hoffe ich mal. Hoffe ich mal. So, wo ist der Typi? Wo ist der Typi? Da ist der Typi. Hä? Oder ist er noch nicht da? Kann das auch sein, dass er noch nicht da ist?
haben wir denn hier? Weil hier wird es mir angezeigt. Ach, immer das verkehrte Menü, es ist ätzend. Mal ganz kurz. Da wird es mir jetzt da angezeigt. Jetzt wandert er rüber. Ach, da kommt er. Glaube ich doch. Beste Grüße. Ne, ist er doch nicht. Ja, wie denn nun? Es ist doch manchmal ein bisschen... Ne, wir gehen da mal um. Mal gucken, was da ist. Irgendwo muss es ja weitergehen. Ja, wieder keine Ausdauer. Ja, gucken wir. Unterkunft, okay. Wird, okay. Nee, klauen wollen wir ja nicht. Verdammte Axt nochmal. Halt. Vergeltung, der ehrbare Dieb, ja. Ohne Fleiß kein Preis. Begib dich auf den Übungsplatz und sprich mit Hauptmann Bernard. Ja. Das hatte ich eigentlich vor, aber irgendwie... war der noch nicht anwesend. Wenn nicht, warten wir mal ein, zwei Stunden. Vielleicht taucht er dann auf. Weil sie hier noch keinen rumeiern. Das muss ja hier sein. Das ist doch wieder ein Übungsplatz hier, oder? Na, dann sind wir hier. Aber kein Bernard. Na gut, dann machen wir mal Folgendes. Machen wir mal 2 Stunden und dann sehen wir mal weiter. Vielleicht taucht er ja auf. Nicht, dass das Quest irgendwie buggy ist oder sowas. Wäre ja auch ein bisschen doof. Mal schauen. Ah, siehe da. Ich bin wirklich... Glück und Gesundheit. Ach, er ist doch nett. Okay, Grundausbildung. Ich komme wegen der Ausbildung. Du bist der Junge, den Herr Ratzig schickt. Ach. Genau der bin ich. Dann lass uns anfangen, da Herr Ratzig es wünscht. Ach, und da du noch nie ein Schwert in der Hand hattest, fangen wir mit etwas Einfachem an. Okay. Also gut. Komm mit und spitz die Lauscher. Ich will mich nicht wiederholen müssen. Guter Junge. Ich könnte einen Happen vertragen. Okay, Hunger haben wir. Zeig, aus welchem Holz du geschnitzt bist. Halte es ordentlich und beweg dich. Steh niemals still, wenn du kämpfst. Okay, können wir jetzt nicht essen. Gut. Versuch jetzt, mich anzugreifen. Okay. Du musst dein ganzes Gewicht in einen Schlag legen. Es bringt nichts, mit dem Schwert herumzufuchteln. Du musst dich richtig reinlegen. Schlag aus verschiedenen Richtungen zu. Okay. Ja, gut. Gut.
nicht. Okay. Das spitze Ende ist keine Zierde. Du sollst damit zustechen. Los, versuch's mal.